Kommt zur RMK-TS, der Legacy Edition. Das ist die gepolischte Version von Beta 1. Als kleiner Pre-Release. Und ja. Ich verfolge den Hack jetzt schon seit längerer Zeit, weil ich Mario Kart DS ziemlich cool finde. Und ich finde es auch cool, dass es jetzt Mario Kart DS Hacks gibt. Und zwar ziemlich viele. Ich fange jetzt mit dem Mushroom Cup an. Und wie man sieht, habe ich schon vieles freigespielt. Das habe ich gemacht, damit man alles. Also damit ich schon die ganzen Charaktere und so frei habe. Sonst würde ich die erst später freischalten und müsste dann noch 50er und so machen. Ich werde jetzt aber nur 150er zeigen. Und mein primäres Ziel bei diesem Let's Play ist es auch nicht Erster zu werden, sondern so viele Secrets wie möglich zu zeigen. Denn ich habe das Spiel schon mal durchgespielt und auch die Strecken im Time Trial mal erkundet. Und ich kenne einige Abkürzungen und wie man auch also Abkürzungen und auch Secrets. Das ist hier zum Beispiel ist jetzt ein kleineres Secret. Hier geht's halt rein. Und hier scheint ein kleines Kaffee zu sein oder sowas. Und wie man auch hier sieht an den Plakaten, gibt es ziemlich viele Anspielungen auf irgendwelche Memes. Zum Beispiel dieser Lab Counter da. Also dieser Affe da ist der Bonzi Buddy. Das war so ein Computerprogramm, was ziemlicher Trash war. So, aber hier gibt es nicht so viel von der Abkürzung her zu zeigen. Ich kann natürlich dir die ganzen Schilder zeigen, die mit Shrek zu tun haben. So, in der letzten Runde nehme ich mal jetzt den anderen Weg. Es gibt ja jetzt zwei Wege. Zack. Ah, schade. Zack. Werde ich noch Erster? Nee, oder? Wobei die Chance besteht. Ah, Mist. So, unten sieht man die Karte. Doch Erster geworden, auch wenn das nicht mein Ziel war. Aber wie gesagt, hier gibt es jetzt nicht so viel zu zeigen. Das ist die zweite Strecke, Rockside River. Die ist etwas kürzer und hier gibt es auch keine Abkürzungen. Ich habe einiges probiert, aber hier ging nichts. Ich habe versucht, über den See zu springen und so weiter, aber das funktioniert nicht. Egal mit welchem Kart. Ich habe es aber mit diesem Full-Speed-Card probiert, was Warp im Originalteil hat. Und halt auch mit Pilz. Aber es ging nicht. Deswegen werde ich die Strecke einfach mal fahren. Man sieht ja auch schon die Cards, zum Beispiel Thomas die Lokomotive und so. Es gibt schon sehr viele lustige Anspielungen. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht alle erklären soll oder so. Zum Beispiel die roten Panzer, die ich jetzt gerade habe, das sind einfach nur Metroid. Also ist Samus zusammengerollt. Mir fällt gerade kein passender Begriff dafür ein. Der Turbo-Pilz ist das Logo von dem YouTube-Kanal Winesauce. Und so weiter. Shrek ist auch dabei. Aber die Charaktere und Cards werde ich in einem separaten oder halt in einem späteren Part mal zeigen. Zack. Ich will auch behaupten, dass ich Mario Kart DS ziemlich gut bin. Von daher halte ich mich für ganz kompetent. Nächste Strecke. Triforce Portal ist die Strecke, ist eigentlich, oder nicht nur eigentlich, die ist ziemlich cool. Hier gibt es aber auch nichts Besonderes von den Abkürzungen oder halt Secrets her.
Man kann hier mit dem Pilz so hochspringen. Vielleicht geht's, ja, so wird es vielleicht auch gehen. Aber da hinten ist nichts weiter, da fällt man einfach in den Abgrund. Aber es gibt noch deutlich coolere Abkürzungen oder halt Secrets auf anderen Strecken. Werde ich halt später dann mal zeigen. Zack. Ich kann ja auch immer die erwähnen, wo die Musik herkommt. Die ist jetzt ziemlich offensichtlich aus Zelda. Aus der Strecke davor, das war der Blätterwald von der Wii, und auf der ersten Strecke, das war, glaube ich, diese Beta-Musik von der ersten Strecke von Original Mario Kart DS. Nein. Ja, ich bin drüber und wieder runtergefallen. Was macht Rosalina da die ganze Zeit mit dieser Zwiebel? Zwiebel ist eine Anspielung auf Shrek. Wobei ich mich mit Shrek jetzt nicht so auskenne. Ich habe zwar die Filme gesehen, aber es ist schon zu lange her. Ich finde hier diesen Weg ein Stück cooler und vor allem auch einfacher, wenn ich ehrlich bin. Ach, komm. Der Radweg mit solchen Abkürzungen wie dieser. Ich fahre nochmal die helle Seite. Weil ich die, wie gesagt, cooler finde. Und halt sie auch schneller ist. Habe ich zumindest das Gefühl. Das nicht. Ah, komm, dreh dich. Ah, schade. Da habe ich keinen Triffboost bekommen. Ja, der erste Platz sollte hier drin sein. Auch wenn das, wie erwähnt, nicht mein primäres Ziel ist. Es gibt auch ziemlich viele Anspielungen auf den Anime Harui, The Melancholic World of Harui oder so ähnlich heißt der. Ich verstehe zwar nicht ganz warum, aber anscheinend ist der Ersteller ein Fan davon. Das ist auch die Strecke mit den, also da gibt es auch eine Strecke dazu und das sind auch die meisten Secrets. Aber das alles zu seiner Zeit. Und das ist Shrek Swamp. Eine Anspielung auf Shrek. Hier gibt es, glaube ich, auch. Also hier drüben kann man irgendwie hier auf dieses Haus. Oder zumindest habe ich es versucht, aber ich glaube, man kann nicht mal auf das Haus drauf springen. Und die Musik natürlich musste auch All-Star sein. Zack. Ah, belastend, Junge. Wie sie alle da reinfahren. Zack. Ja, das sind halt alles die Charaktere aus Shrek. Ich glaube, die sind auch so in einem Gameboy-Spiel. Also die Sprites. Ach, schade. Ja, ich muss auch sagen, ich fahre am besten mit dem Kart von Knochentrocken, weil es halt so ein hohes Handling hat, was bedeutet viel Trift-Boost. Und für jemanden, der die ganze Zeit snaked, ist das ganz praktisch. Aber ich werde mal alle durchprobieren, also nicht alle, aber ich werde auf jeden Fall viele Karts fahren und nicht nur mich auf eins fokussieren. Hier hinten sieht man auch das Schloss irgendwie aus Shrek. So, jetzt kommt noch ein Arwing. Ersetzt den blauen Panzer. Zack. Aus Star Fox kommt der. Aber das ist, denke ich mal, bekannt. Jetzt habe ich auch so eine Zwiebel mal bekommen. Nein. Ach man. Wenn man hier drüben hochspringt, da gibt es auch nichts Besonderes. Zack.
So, ich fahre noch schnell ins Ziel und dann war es auch schon mit dem Mushroom Cup. Ich kann ja mal die Abkürzung hier nehmen, auch wenn ich keinen Pilz habe, aber. Aber das macht mich deutlich langsamer hier als dieser andere. Und zack, im Ziel. Und dann war es das auch schon mit dem ersten Part. Mal sehen, welchen Rang ich erreichen konnte. Das ist in Mario Kart, der ist ja nicht so einfach wie in 7 und 8. Hier muss man sich so Punkte erarbeiten, die man halt durch Driften und so weiter bekommt. Und ich habe jetzt nicht so eine gute Leistung gehabt. Da hätte ich mehr drauf spielen müssen. Rang B, na gut. Das geht. So, und das war's dann auch mit diesem Part. Und dann bis zum nächsten Part.